Hallo, ihr seht Pullover und darunter ein wärmeres Hemd. Ich bin auf einem Bergparkplatz auf 1367 Metern. Da haben wir übernachtet. Und hier steht noch ein Franzose, ein Ehepaar und eben sind Marcel und Hille gefahren, die in einem Dachzelt geschlafen haben. Es hat geregnet heute Nacht und ja, immer mal wieder und auch manchmal ein bisschen doller und war aber trotzdem eine mondhelle Nacht, konnte also gucken. Aber leider eben auch bewölkt halt, ne? Ja, es gibt etwas Neues. Ich habe jetzt die Spanien-Tour beendet, die ich 2009, von der ich 2019 geschrieben habe, und die ich jetzt eben vorgelesen habe in den letzten Monaten. Da kennt ihr auch, ne? Na, sie juckt. Da denkt man immer, kriegt mal Besuch, ne? Mutter gesagt. Mal sehen, wen ich heute kennenlerne. Ich bin immer sehr gespannt. Jetzt habe ich zwei Handys, was ich vorher nie hatte. Und vorher konnte ich auch nie die Geschichten vorlesen, weil ich ja tatsächlich immer alles nur in diesem Handy hatte. Also die aktuellen Geschichten. Das letzte Handy war ein Huawei P30, dessen Bilder sehr gut waren, sodass ich gedacht habe, Huawei P40 ist noch ein bisschen besser. Das schaue ich mir jetzt an. Leider hat der Handelsstreit zwischen den USA und China da schon gegriffen, was ich nicht wusste. Und ich kann nur wenige Apps dort laden. Zum Beispiel habe ich keine Google Maps und andere Sachen auch nicht. Und so habe ich dann noch ein altes Handy ausgegraben, über das ich dann eben meine Google Maps und die anderen Apps programmiert habe. Und jetzt kann ich die Texte von dem Huawei auf das alte Samsung schicken, habe das hier, ne, und kann die Geschichten aus dem alten Samsung vorlesen. Ich hoffe, das funktioniert und das ist jetzt eigentlich der Plan, den ich habe. In den letzten beiden Tagen habe ich immer zwei Geschichten geschrieben. Das wird im Moment auch so der Fall sein. Es sei denn, ich bleibe mal wieder irgendwo für länger. Und es sind auch so viele Bilder, da kann ich nicht einfach von 120 auf 30 reduzieren. Ich kann das nicht. Also gibt es zwei Geschichten, und im Video versuche ich die dann zu lesen. Viel Spaß dabei. And the road is just a road, and the feeling's just a feeling. No matter where you go, from Bangor, Maine to Bakersfield, a road is just a road that the one you love is leaving on. At midnight's another dawn, 100 miles ago. Habe gerade die Wasserkanister aufgefüllt und schalte das Radio an, in dem eine CD liegt. Eine sanfte Frauenstimme singt die obigen Zeilen, die ich noch nie zuvor gehört habe, was ja nicht stimmen kann. Aber für einen Moment bin ich im luftleeren Raum, bis ich wieder den Boden unter den Füßen spüre. Ach ja, Mary Chapin Carpenter. Und ich quere von Anglet nach Bayonne, was im Grunde 10 Meter sind von einem Schild zum anderen. Es ist Freitagmittag, die Sonne ist noch mal richtig fleißig und der Verkehr auf den vierspurigen Straßen läuft. Vom Kreisverkehr zum nächsten, wo es immer einen kleinen Stau gibt. Bis wir auf dem Land sind, die Ortsnamen sich verändern, viel R und S und Y im Wort tragen. Schafskäse könnte ich am Wegesrand kaufen, Fromagerie de Brebis. Aber noch fühle ich mich eilig, will nicht anhalten wollen. Überfahre auch einen Weinverkauf links zurückliegend. Ob sie geschlossen haben über Mittag, kann ich nicht beurteilen. Menschen sehe ich keine. Und überhaupt, für heute reicht es mit allem noch aus. Es hat mich ziemlich Überwindung gekostet, mich dann doch von den Franzosen im Bus nebenan in Anglet zu verabschieden. Ja,
Sie versuchen ihr Leben als Freelancer zu gestalten, haben aber noch eine Wohnung in Paris, sagt mir der Mann, mit dem ich mich in Englisch unterhalte. Warme lange Hose, langärmeliges Sweatshirt, so eine Art Trainings-Freizeit-Kombi für kühle Herbsttage. Saisongerecht. Ist ja schon Mitte September und da kann man auch frieren. Seine lächelnde Frau ist leider nicht da. Ein Smile für den Weg hätte ich gerne mitgenommen. Bin froh, dass ich T-Shirt und kurze Hose gewaschen habe. Mir rinnt der Schweiß und ich hoffe inständig, er deutet das nicht als Krankheit. Sie bleiben noch einen Monat unterwegs. Wann er sich so verändert hat, von einem lebenslustigen jungen Mann zu diesem widerspenstig in sich geschlossenen System, finde ich nicht heraus. Aber entweder ist dieses lächelnde Wesen an seiner Seite vom Gefühl beseelt gewesen, sie müsse ihn vom Ertrinken in seiner Seele retten, oder das Leben hat ihn sonst irgendwie böse mitgespielt. Wie dem auch sei, jetzt bin ich im Vorland der Pyrenäen unterwegs und habe meine eigenen Sorgen. Ob ich nicht doch nach Spanien fahren sollte, mich auf alte Spuren begeben. Wäge ab und fühle mich nicht wohl, kann aber auch keine Entscheidung treffen, obwohl ich mir vorher doch im Klaren war oder zu sein schien. Oder so. Reisende sind auch nur Menschen, sagt auch Mrs. Carpenter. Und dann stehen wir am Ortseingang des Pilgerdorfes, wo jeder eine Aufgabe zu haben scheint. Die einen wollen sich auf den Weg machen, während die Erschöpften zurückkommen. Mindestens eine dritte Gruppe will nur Geschäfte machen. Mit den Pilgern, dem Ort und für sich selber. Ich fahre nur durch. In der Zwischenzeit stelle ich einfach ein mögliches Ziel auf Google Maps ein, schalte das Internet aus und lasse mich überraschen, was mir so am Wegesrand begegnet. Ist tatsächlich einfacher, als mit der Straßenkarte zu fahren. Und da ich meist unvorbereitet bin, lediglich eine Richtung im Kopf habe, kann ich vielem neu begegnen. Saint-Jean hat noch einen alten Teil, ein Dorf nebenan, das dem Namen nach so klingt, als sei es vorher da gewesen, vor dem Boom im Hafen. Von hier kommen mir Wanderer entgegen, die frisch und munter wirken, dass ich sie nicht in die Pilgerszene einordnen mag, die mich anstarren, als sei ich unwirklich. Vielleicht ist man in der Gegend ja so auf Erscheinungen fixiert, dass jede Begegnung zu einem Wunder mutiert. Hilde muss mal dringend. Und ich dachte, eine schmale Seitenstraße durch die Felder sei nicht so verbarrikadiert. Aber dann kommen wir nach Pussunaritz-Sarraskette, wo der Dorfhund vor Erschöpfung beim ständigen Namen nennen eingeschlafen ist, im Traum hochschnellt und Fliegen fängt, weiterschläft. Ein Parkplatz am Ortsende, leere Tore auf Asphalt. Wer sich hier nach dem Ball wirft, hat gute Chancen auf langsam heilende Wunden. Die anderen müssen dem Ball bergab nachrennen, denn für Netze war kein Geld mehr da. Für langsame Spaziergänger gibt es viel zu sehen, wie die Zeit das Efeu wachsen lässt und die Steine alt werden. Hilde ist sehr beschäftigt mit dem Mais am Feldrand, den Kühen oben drüber, den Wasserlachen zwischendrin. In Ajaccio-Alzette, Bas-Cassan, in der Route de Saint-Jean-le-Vieux, Entschuldigung, halte ich im Schatten einer weißen Mauer eines stillen Hauses, dessen Türen und Fenster geöffnet sind. Vor der Töpferei biegen die Kühe rechts ab. Die alte Bäuerin, die den Viechern auf dem Rad folgt und von der ich erst dachte, sie sei ein Mann, wirft mir ein keckes Lächeln zu. Dann folgt grobe Schnitzerei. Zwei Hunde schnüffeln frech am Rad des parkenden Busses, denen ich im Spiegel zuschaue, und wir kommen zum Aufstieg auf den Col d'Irati. Länge 17 Kilometer, durchschnittliche Steigung 5,63%, Anfangshöhe 370 Meter und bei Ankunft sind es dann 1.327 Meter. Über dem Meeresspiegel. Detaillierte Auskünfte, die besonders Radfahrer demotivieren dürften, also die hier ihre Freizeit verbringen und sonst nur zwischen Gelsenkirchen und Bottrop grün unterwegs sind.
für uns voll mit Kurven, hinter denen sich immer andere Geheimnisse verbergen, so dass ich die Bilder gar nicht in einem Text unterbringen kann. So endet der erste Teil auf etwa 640 Metern an einem kleinen Parkplatz rechts der Straße, von dem aus wir die umliegenden bewaldeten Hügel sehen, hinter denen sich höhere Berge verstecken. Im Tal verläuft der Urichon-Doku-Ereka, ein kleines Flüsschen, das später in den Gasna-Teguyu-Ereka, Ereka wird wahrscheinlich der Fluss sein, mündet, dem ich über weitere Zusammenflüsse dann laut Karte mindestens bis zur Minigolfanlage in Askarat folgen kann. Von dort sind wir hergekommen, über Biderai mit der Bogenbrücke und dem alten Hotel, an Gambo-le-Bain vorbei, wo die Straßen von baskischer Träume verlaufen, bis zum Chambre d'Amour in Anglet, wo wir am Mittag abgefahren sind. Von dort habe ich noch ein Video mitgebracht mit fließenden Bildern voller Meer und Sonne. Abschied nehmen und wiederkommen wollen. Ich würde mich freuen, wenn es dir gefällt. Du darfst auch gerne ein Like hinterlassen, einen Kommentar oder es teilen. In den Erklärungen werde ich sowohl den Link zu diesem YouTube-Video, Link zu der Facebook-Geschichte, beziehungsweise, ich denke, den Link zu der Facebook-Geschichte. Einfacher wäre es wahrscheinlich für euch, ihr macht einfach Facebook oder Instagram auf und das geht auch über Google, selbst wenn man nicht in einem dieser beiden Kanäle angemeldet ist und guckt unter Spaziergänge mit Hilde. Dann könnt ihr auch die Bilder sehen, die zu der Geschichte passen. Heute wird das ein bisschen länger, weil ich ein bisschen vorgequatscht habe. Das kommt die zweite Geschichte des Tages, also des Abends. Also ich habe die eine Geschichte morgens geschrieben und die andere abends. Ich glaube, oder andersrum. Die Bergwelt der Pyrenäen ist voller Tiere. Schafe, Pferde und Kühe passieren wir in kleineren und größeren Gruppen. Zwischendurch lagern auch mal ein paar Menschen am Hang, ein Grashalm zwischen den Zähnen. Im Hintergrund hört man, wie der Franzose wegfährt. Jetzt sind wir ganz alleine hier auf dem Parkplatz. Aber es hat aufgehört zu regnen. Kurz nachdem wir einen kleinen Parkplatz gefunden haben, an dem Hilde zum Bach runterkommt, sich ein bisschen die Pfoten kühlt und einen dicken Stock aus der Verklemmung der Steine löst, fährt die Straße ein schönes Wiesel, das es sich nicht nehmen lässt, kurz in Positur zu verfallen und uns anzuschauen. Es gibt Blüten, von denen ich bisher angenommen habe, dass sie was mit Frühling zu tun haben. Später erfahre ich, dass es Herbstzeitlose sind. Nun haben wir einen kleinen Bruch in der Geschichte gehabt, weil die Franzosen hier geklopft haben und mir gesagt haben, die Nachbarn, also Marcel und Hille, hätten ihr Auffahrbrett oder wie auch immer das Ding heißt, liegen lassen und jetzt hat es mir gegeben. War ja total nett. Jetzt hoffe ich mal, dass ich die Geschichte auch noch zu Ende kriege. Ich fange dann mal nochmal bei dem letzten Abschnitt an. Es gibt Blüten, von denen ich bisher angenommen habe, dass sie was mit Frühling zu tun haben. Umso überraschter bin ich, sie jetzt zu sehen. Wir versuchen, an möglichen Plätzen kleine Spaziergänge einzubauen, damit Hilde sich die Beine vertreten kann. Aber auch während der Fahrt bleibt sie aktiv und liebt es, den passierenden Vierbeinern auch vom hinteren Fenster noch einen Gruß nachzujagen. Die Bergkuppe wirkt, wie so oft, langweilig, bedeutungslos und verbaut. Einige Touristen neppen sich, die Mülleimer sind gut besucht, was noch an Blüten auf den Wiesen lebt, bekommt einen Fußtritt. Der übliche grüne Daumen hat auch in Frankreich Hochkonjunktur. Ich habe einen Moment gebraucht, um das Emblem auf Postfahrzeugen zu verstehen. Propre et vert hat nichts mit Allzweckreiniger und Radfahrer aus Liebe zur Bewegung zu tun. Das sind die motorisierten, modernen E-Fahrzeuge auf zwei Rädern, die überall übervoll behängt werden können mit
Werbung und Postwurfsendungen, weil der Mensch ja konditionell entlastet wird. Das Gegenteil sehe ich auf dem letzten Anstieg nach La Runz. Ein schwer bepackter Radfahrer aus Gourande im Süden der Bretagne, auch mein erster Ort dort mit einem Stellplatz, auf dem mir Sigrid begegnet ist. Er bringt Geschenke der deutschen Partnerstadt Dinkelsbühl mit und plant für seine Reise ein halbes Jahr ein. Klar, wenn die Route durch die Pyrenäen geht, am Mittelmeer vorbeiführt und die Alpen überquert, dann kommt da was zusammen. Er hat meine Route genommen über den Col di Rati und bestimmt genauso gestaunt wie ich, wie sich die sanfte, grüne Landschaft im Anstieg plötzlich in ein 10%iges Gefälle verwandelt, mit nackten Felsen am Horizont, wunderschöne Ferne, unglaubliche Nähe, ein Potpourri von stillen A's und O's. Immer wieder halte ich an, um zu schauen und Bilder zu machen. Dabei wird mir irgendwann klar, dass die Nadel des Benzinanzeigers deutlich gegen Null wandert. Jetzt kommen auch noch kleinere Ups hinzu. Da kann ich nur hoffen, dass ich bald eine Tankstelle finde. Der Franzose checkt beim Camping ein. Wir kommen ins Gespräch und werden belauscht von Leonie aus Holland, die neben der Rezeption sitzt und das Internet gezapft hat. Sie ist meine Nachbarin oben auf dem Platz, an den mich die Chefin bringt, und ihr Mann muss mich genau einweisen, dass ich auf dem Stück Schotterweg den Bus drehen kann, ohne den Abfang hinabzustürzen. Knapp 20 Zentimeter vor und hinter dem Bus, dessen Räder auf der steilsten Stelle durchdrehen, sind nicht viel Spielraum. Die beiden haben auf Instagram einen Account, auch den packe ich in die Erklärung mit hinein, und erzählen von ihren Reisen und Wanderungen. Jetzt blicken sie wie wir auf den gegenüberliegenden Hang, hinter dem am nächsten Morgen die Sonne aufgehen wird. Auf der Straße unterhalb liegt ein Hund auf der Mauer. Demonstrativ bewacht er die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde. Ich meine sogar, er würde ein Lasergerät zwischen den Pfoten halten. Hilde posiert am Zaun vor einem der Piepmetze aus Metall, der in der Nacht nass wird, als es zu regnen beginnt und ab und an Donnergrollen das Tal durchläuft. Im Bus ist es trocken und warm, zwischendurch ein bisschen eng unter der Bettdecke, aber weil das Bett Hanglage hat, schubse ich Hilde auf ihren Sitz, um mich besser verkeilen zu können. Der Glühwein vom letzten Winter ist die letzte Flasche Wein in meinem Bestand. Kalt geht auch. Ich habe ja noch heißen Tee dazu. Und gemeinsam bilden sie mein Abendessen. Gutes Team. Ja, so viel von den ersten beiden Geschichten, die jetzt aus der letzten Woche sind. Ich glaube, ich muss immer mal überlegen. Ich glaube, ich bin Samstag weitergefahren oder Freitag. Heute ist Montag. Die Zeit, die vergeht, viel zu schnell. Also ich glaube, ich habe geschrieben, ich bin Freitag weitergefahren. Und habe die Geschichten aber am Samstag geschrieben, genau. Habe die Geschichten am Samstag geschrieben über den Reisetag am Freitag. Und ihr werdet es am Dienstag hören. Also wenn ich das richtig zähle, ist das Montag, Sonntag, also vor 4 Tagen. Das ist nicht einfach im Alter. Man muss da auch mal die, die Tage am Daumen an den Fingern abzählen. Kriege ich gerade noch mit einer Hand hin. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich hoffe, diese etwas aktuellere Form des Lesens wird euch gefallen, da wir ja jetzt nur dienstags und freitags was lesen. Wird es schon so sein, dass ich immer ein bisschen im Nachhinein bin, aber ihr habt die Möglichkeit, tatsächlich die aktuellen Geschichten und Bilder dann auch auf den sozialen Netzwerken euch ansehen zu können. Wie gesagt, das geht auch über Google. Man muss dann nur Spaziergänge mit Hilde eingeben und dann hat man die Möglichkeit, das auch so anzugucken zu können, ohne sich in diesen sozialen Netzwerken anmelden zu müssen.
Alles Gute für euch. Bis bald. Tschüss.